Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück bei Delicious Emily und die wahre Liebe. So, Level 8 steht an. Geht es Snucky gut und was macht Jimmy so? Also ganz ehrlich, was Jimmy macht, ist mir eigentlich egal. Ich schätze, der wird futtern. Aber Snuggy, der arme Kater, voll abgeschmiert. In den Gulli. Ja, unter dem Boden. Nee, wie jault denn bitte eine Katze? Ich habe keine Ahnung. Egal. Oh Gott, François ist völlig aufgelöst. Der arme Kater. Geht es Jimmy gut? Es geht ihm gut. Er meinte, er versteht, dass das alles ein Missverständnis war. Und er meinte auch noch, er nimmt es dir nicht übel, dass du eine Katzenliebhaberin bist. Okay. Wie geht es Snuggy? Steckt immer noch unter dem Boden fest. Ich glaube, der weiß nicht mehr, wie er da wieder rauskommt. Katzen sind schlau. Er wird schon wieder rausfinden. Ja, kommt er jetzt hier durch das Mauseloch, das da im Boden ist? Ich weiß nicht, ob er sich da durchquetschen kann. Aber ich stelle gerade fest, dass Edward ausgesprochen doof da steht. Der blockiert mir nämlich das Mauseloch. So, Paprika eingesammelt, wie immer so. Du möchtest ein Baguette und einen Crêpe mit Beeren, alles klar. Edward, du gehst mal hier hin, so. Dann das zweimal, das einmal und Cappuccino, okay. Eieiei. So, wartet auf mich, geht nicht weg. So, das und das, das und das und den Kuchen da oben hin. Edward, du gehst auch da oben hin und sie sollte ich vielleicht mal kassieren, ne? Jetzt verlier bitte nicht all dein Trink. Nein! Nicht dein Trinkgeld verlieren. Edward, dahin. Halt mir mal das Mauseloch hier frei. Das und das, das und das, Nuss und zwei Baguette-Teile, okay? Hier wird aufgeräumt. Ja, Edward steht total doof da. Steht total blöd da. So, hier machen wir eine hübsche Combo. Okay, Edward, geh mal da hoch. Und ihr wollt das und das. Ein Zweier, ein Dreier, bitteschön, kommt. Kommt, pronto. So, du möchtest das und das. Cappuccino. Ich habe andauernd das blöde Mauseloch hier im Auge. Das ist nervig, ganz ehrlich. Edward, geh noch mal da hoch. Ist mir egal, aber ich muss das Mauseloch ja wenigstens. Jawohl. Ha, habe ich gut gemacht. Evelyn, aufräumen. So, du möchtest das und ein Ei. Dann Paprika und ein Donut. So, das für ihn, das für dich und Combo. Perfekt. Und gleich nochmal kassieren. Wunderbar. Das hat ja mal ganz gut geklappt. So, die Maus haben wir, die Maus haben wir. Wunderbar. So, das und ein Ei für dich. Und du möchtest. Ach, das hätte ich doch warten können mit dem Abgeben. Ach, dammit. Hätte ich doch wieder zwei hintereinander gehabt. Mist aber auch. Ja, winke, winke. What's up, Fräulein? So, das für dich. Ich hole mal gerade Paprika. So, komm mal zurück, François. Ich brauche dich hier unten. Hui. Okay. Es läuft, denke ich. Was möchtet ihr, ihr beiden älteren Herren? Ihr könnt euch nicht entscheiden. Oh Gott. Da habt ihr so lange in der Karte rumgemacht. Und dann, hier, du gehst dahin. Und hier wird aufgeräumt. Hier machen wir eine Combo. Hier wird auch aufgeräumt. So, eins, dann zweimal. Und die Paprika. Achso, ja, den Reis sollte ich vielleicht auch anklicken. So, das bringe ich euch. Und Edward geht auch gleich da hoch. So, Crêpe mit Beeren und Nusskuchen für dich. Und du möchtest zweimal Crêpe mit Beeren kommt. Und dann machen wir noch eine Kassenkombo. Wenigstens das. Oh, Evelyn, räum mal hier auf, bitte. So, du wirst gleich kassiert. Und da wird aufgeräumt. So, oh, jetzt wollen sie hier gleich wieder alle was. Kann ich eine Combo? Ja, kann ich. Alles klar. Das, so, das, das und da abgeben. Huh, drei hintereinander. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt.
Wunderbar. Ja, wenn unser Tresen ein bisschen größer wäre, hätte ich auch eine Dreier-Kassen-Kombo machen können. Aber so natürlich leider nicht. Also, Edward, du dahin, da oder auch da. Und dann schauen wir mal, was wollt ihr? Ihr wollt einmal das, dann wollt ihr den Reis, ihr wollt Crepe, Nusskuchen, Reis nicht vergessen. So, kommt dann dahin, da wird aufgeräumt, hier wird kassiert direkt. Und Edward geht mal hier zu den Ladies. Hoffentlich wird Evelyn da nicht eifersüchtig. Aber okay, so, ihr wollt ein Ei, Nusskuchen und das. Du willst auch das und das. Bringe ich dir, habe ich dann doch wieder eine. Nein, er wollte eine Dreier. Scheiße. Ach, jetzt habe ich gedacht, ich könnte eine schöne Combo machen, aber nein, war nichts. Habe ich entweder falsch geklickt oder falsch geguckt. Eins von beiden. So, aber Kassenkombo, immerhin. So, Edward, du gehst mal da hoch. Ihr wollt einen Crepe mit Schokolade und einen Donut? Kommt sofort, kommt sofort. Hier wird schon mal aufgeräumt. Kannst du noch einen Moment warten, Omi? Ich würde ganz gerne hier noch, ja, das und das. Kassieren, Kassenkombo machen, genau. Jetzt habe ich hier das Zweierbaguette auf dem Tablett, schmeiße ich mal raus. Wenn ich das brauche, habe ich sowieso vergessen, dass ich es auf dem. Ja, danke, du Nase da oben, ey. Es war so klar, ne? Es war so klar. Ja, es könnte knapp werden mit dem Expertenziel. Bin mir nicht sicher. So, das und das. Mutti, was möchtest du? Du möchtest auch das. Okay, bringe ich euch. Hier wird schon mal aufgeräumt. Kombo. Noch eine Kombo. Noch eine Kombo. Ja, Ziel erreicht. Okay, wir brauchen noch, ja, 200 Punkte, bisschen mehr. Edward, geh mal da hoch. Aber wir haben noch offen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Zweimal Nuss und ein einer Baguette. Bringe ich euch sofort. Bitteschön, bitteschön. Jederzeit wieder, François, komm hier runter. So, Edward zu den Kindern da hoch. Die finden das bestimmt auch cool, was er da mit dem Papier macht. So, ja, ihr möchtet das und das, das, das. Okay, hier wird aufgeräumt. Ach, sie kassiere ich direkt. Weil bis sie sich entschieden hat, geht ja immer das Trinkgeld verloren. Das ist blöd. Vielleicht kommen. Ja, jetzt blockiert sie das. Ach, das ist doof. Ich hatte gehofft, die Kinder kommen runter zum Bezahlen. Aber, okay. So, das für dich. Okay. Haben wir die Combo. Das ist auch schön. Ja, schaffen wir. Schaffen wir, kein Problem. Wir machen jetzt noch eine Combo mit ihm hier. Und dann haben wir das auf jeden Fall. So, entscheide dich. Was möchtest du? Eins und drei. Alles klar. Und tschüss. Jawohl. Haben wir das geschafft? Wunderbar. Da waren schöne Kombos diesmal dabei, muss ich sagen. Wir holen dich da raus, Nagi. Nur Geduld. Ich verspreche's dir. Oh Gott, ey. Oh, sparen für die Zukunft. Was? Du hast über 1000 Mal irgendwas. Okay. Ich, keine Ahnung. So, ja, Snuggy. Wie kriegen wir denn den jetzt da raus? Level 9. Wie kann man Snuggy aus seinem Gefängnis befreien? Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich bin gespannt, aber ich habe schon so eine Ahnung, denn das haben wir ja eventuell gesehen, als Emily nach Hause gekommen ist. Also irgendwie hört sich das eher an wie eine magenkranke Kuh, oder? Naja. Ich weiß nicht so recht, Jimmy. Bist du sicher, dass das der beste Weg ist? Vertrau mir, ich habe das schon etliche Male gemacht. Hört mal, ihr braucht nur die Fliesen rauszureißen. Den Rest mache ich dann. Wenn wir fertig sind, reparieren wir den Boden. Der ist dann so gut wie neu. Ich schwöre. Ich besorge den Rest von dem Kram, den wir brauchen. Morgen bin ich wieder da. Sehr schwierig hier die ganzen Männerstimmen. Hören sich alle gleich an. So, erstmal Paprika. Oh nee, jetzt ist. Ach, nein, wir sollen das hier aufbohren. Oh, mit Brecheisen, François, im Ernst? Mit Brecheisen? Ja.
Könnte ein bisschen länger dauern vielleicht. Okay, gleich hier weitermachen. Ach nee, doch nicht. Er will jetzt erstmal hier Paprika und Baguette. Oh Gott, der arme Katze, Kater, was auch immer, hängt da unten fest. So, das ist für dich, Combo. So, ihr entscheidet euch noch, dann werde ich hier mit dem... stopp. Stopp, 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 stopp. Ja, es geht nicht anders. Ich muss auf Pause machen. Ich werde diese blöde Maus sonst niemals nicht finden. Ist die hier? Ich hätte schwören können, ich habe die gerade gehört. Ist die blöde Maus schon wieder. So, zwei davon, das, zwei davon und Reis. Okay. Achso, ja, ich muss auch klicken, ne? Ja, ich weiß. So, das raus, das für dich und kassieren. So, ihr entscheidet euch noch. Aber es kommen viele Tresenkunden gerade, kann das sein? So, zweimal Tee, dann einen Kuchen und in einer Baguette. Okay, machen wir eine hübsche Kombo. So, Dankeschön. Und weiter hier zu Snuggy. Snuggy. Ein dummer Name. Also, du möchtest ein Baguette, das war falsch. Das ist richtig. So, Edward, du gehst mal da hoch. Hier wird kassiert. So, Crepe mit Schoko. Was noch? Zwei, eins, Ei. Eieiei. So, okay, bitteschön. Und dann direkt weiter zu Snuggy. Edward, halt, halt, halt. Ich höre dauernd die Maus. Wo ist denn das Schweinevieh? Ich kann mich doch jetzt nicht so verhört haben. Hier unten irgendwo? Also ich sehe sie gerade gar nicht, ne? Ach, da, alles klar. Da haben die Ohren noch rausgeguckt. Wunderbar, alles klärchen, haben wir das. So, ihr möchtet das und Crepe mit Schoko, okay. Snuggy, halte durch. Ich habe schon 63%, wir schaffen das, ich bin mir sicher. Natürlich nicht, wenn die jetzt hier dauernd bestellen, ey. Oh, jetzt steht er da hinten an. Das ist doof. So, das. Für dich und dann da eine Kombo. Na komm. Ich gehe schnell mal zu Snuggy. Du gehst nochmal da hoch, Edward. Ich weiß nicht, ob du da. Ja, okay. Die sind fertig. Ist egal. So, was möchtest du? Dann kann ich noch eine Kombo machen. Ein Tee und in einer Baguette. Kommt der Pronto. Ja, wir haben den Kater gleich befreit. Edward, da hoch. Achso, ja, nicht träumen hier mit dem Brecheisen. Alter. Ich hätte ja eher so einen, weiß ich nicht, Presslufthammer genommen oder was weiß ich. Wie so ein Vorschlaghammer. Aber wahrscheinlich hat François sowas nicht. Zwischen Nagelfeile und Maniküre-Set hat er wahrscheinlich nur das Brecheisen gefunden, nehme ich an. So, das und das und Cappuccino. So. Kater, halte durch. Wir haben dich gleich befreit. Ich muss nur schnell erstmal hier den Crepe und den Nusskuchen hier abgeben und dann komme ich direkt wieder zu dir. Halte durch, Kater. Halte durch. Wir haben es gleich. Ich befreie dich. Halte durch, Snuggy. Jimmy holt dich da bald raus. Ach so, wir haben nur die Fliesen weggemacht. Oh, Entschuldigung. Ja, okay, dann macht das Brecheisen ja vielleicht doch ein bisschen Sinn. So, das und das. Davon ein Zweier. Crêpe mit Schokolade für euch. Dann gehe ich doch hier kassieren. Nein, ich habe den scheiß Reis vergessen. Ich hasse den Reis. Echt. Ach, wieso? Mann. Scheiße. Was ist denn auf einmal? Jetzt vergesse ich hier dauernd was. Hier, bring's da hoch schnell, François. Oh, das war jetzt eine Chaotenbestellung. So, bisschen konzentrieren. So, er kriegt jetzt seinen Crepe und den Tee, dann machen wir da nochmal eine Combo. Jetzt habe ich hier die ganzen Donuts. Fliegt alles raus. Ja, das war ja toll. Konntest du das nicht eben sagen, du dummes Kind? Also jetzt mal wirklich. Ist ja furchtbar. So, da wird aufgeräumt. Edward geht da oben hin, du gibst es hier ab. So, Combo bitte. Dankeschön. Eieiei. Und sie will auch bezahlen. Okay. Alter, hat echt hier den ganzen Fußboden aufgemeißelt. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann mich hier kaum noch auf das Essen konzentrieren im Moment. Dass er da hier mit seinem Brecheisen den Boden aufstemmt, das finde ich echt übel. Aber hey, was tut man nicht alles für das liebe Katerviech, ne? Nicht wahr, nicht wahr? So, Reis raus zu euch. Edward,
warst du da schon? Oh, warum? Was ist mit mir und dem Baguette? Das Baguette mag mich gerade nicht. Kann das sein? Also irgendwie verkacke ich es hier gerade, glaube ich. So, was? Gäste, die sich hinsetzen wollen. Nein, aufräumen, Evelyn. Was? Tee. Ach komm schon, jetzt bin ich total raus hier gerade. So, das gibst du ihr. Oh, bitte. Was ist hier heute? Oh Mann, ich habe sie irgendwie gerade verkackt, glaube ich, ne? Sind die Leute da jetzt eben gegangen oder? Ich weiß es gerade nicht. So, euch auch kassieren. Irgendwie habe ich es gerade echt verkackt. Ich habe, also das war jetzt echt ein Kacklevel. So, 3 und 3. So, für dich. Cappuccino, Donut. Ich will das Level doch jetzt nicht nochmal machen müssen, deswegen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Okay, also das normale Ziel werden wir schaffen. Aber, Alter, 2600 fürs Expertenziel. Das ist eine harte Nummer im Moment. So blöd, wie ich mich hier gerade angestellt habe. So, Combo. Okay, es kommen aber noch Leute und wir haben noch auf. Also mit viel Glück. Und wenn ich jetzt nicht mehr gar so viel Scheiß hier mache, dann kriegen wir das noch hin. So, 2 Nusskuchen, Crepe mit Beeren, Donut für euch. Alles klar. Dann, ja, kassiere ich ihn. Ja, oh, verlier doch bitte dein ganzen Münzkram hier, Mann. Ah, Spießer, echt. So, das mit Schoko 2-mal. Einen Donut und da oben Cappuccino. Komm, François. Lauf, mein Freund. So, ne, die haben Herzen. Ach komm, ich schicke ihn doch nochmal dahin. Das 3-mal und ein Tee für dich. Da wird aufgeräumt. So, Paprika. Crepe mit Schokolade. Paprika aus dem Ofen. Für dich und Kasse. So, dich kassieren wir auch. Okay. Ich glaube, das schaffen wir noch, oder? Oder ein bisschen über 100 Punkte brauchen wir noch. Vielleicht kommt ja auch noch jemand rein. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. So, das und das. Dann machen wir hier so eine Kombo. Ja, Kassenkombo. Oh Gott. Dankeschön, Dankeschön. So, er wird auch kassiert. Oh. Obwohl ich so viel Mist gemacht habe, haben wir es noch hingekriegt. Oh, ich mache 3 Kreuze. Wunderbar. Okay, die gehen alle. Keiner sagt was. Die sind alle sprachlos. Mau? Mau? Gute Nacht, Snuggy. Morgen holen wir dich raus. Ich verspreche es dir. Oh, der arme Kater. Jetzt hängt er da noch eine Nacht, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein, da irgendwie drunter zu kommen und den Kater zu retten, oder? Jetzt mal wirklich. Der ist in die Kanalisation geplumpst. Warum geht denn keiner da runter? Okay, naja, werden wir jetzt sehen. So, Level 10, ihr Lieben. Das letzte Level steht an. Wird Snuggy durch ein Loch im Boden gerettet werden oder kommt da etwas ganz anderes heraus? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, da kommt nur Snuggy raus. Leute, ich weiß jetzt, was wir mit dem Boden machen. Überlass das mir. Ich komme mit schwerem Gerät wieder. Man kommt jetzt mit dem Bagger oder was? Oh Gott, ey. Oh, jetzt macht's doch nicht so spannend. Jetzt holt doch bitte den Kater da raus, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. So, haben wir hier irgendwo ein Mauseloch. Ich sehe keins. François, Mauseloch, keine Ahnung. So, hier von 3 und Nusskuchen, alles klar. Edward, du gehst schon mal da hoch. So, das 2-mal, dann Crepe mit Schoko und das, bitteschön. Du wirst kassiert. Ihr wollt das 2-mal, das 3-mal ein Ei und Cappuccino. Komm, François, das muss schneller laufen. Du bist viel zu langsam. So, bitteschön und oh, noch ein Cappuccino. Und ein Crepe mit Beeren. Für dich. So, du möchtest davon 2 und einen Donut. So, bitteschön. Kombo. Aufräumen. Aufräumen nicht vergessen. Er wird auch gleich kassiert.
Edward, warst du da schon? Ich weiß es nicht. Geh mal hin. So, Evelyn, kannst auch gleich hin. So, Crepe und blöd Cappuccino, ey. Vielleicht sollte ich den wirklich vorbereiten. So, ich glaube, das mache ich auch gerade mal. Also ich versuche es zumindest. Der Cappuccino, stopp. Stopp, 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 stopp. Ich habe was gehört. Da ist sie. Alles klar. Du hast in jedem Level die Maus gefunden. Ja gut, ein bisschen mit Cheaten, aber hey. So, 3, 3, 2 und ein Nusskuchen für euch. Okay, dich kassiere ich dann auch gleich. Aber ich glaube, ohne mich hier mal auf Pause zu drücken, das wäre echt schwierig geworden mit der Maus. So, okay, achso, ja, kassiere ihn doch mal, weil die entscheiden sich noch, die, oh ja, jetzt wäre der fertig geworden, egal. Das zweimal und ein Ei kommt sofort. Edward, geh mal hier, geh mal irgendwo hin, Edward, ist egal jetzt gerade. Das zweimal für sie, okay. Herr François ist echt nicht der Schnellste. Muss ich ja leider mal sagen. So, Fräulein, was kann ich dir tun? Einen davon und einen Donut. Okay. So, warten wir jetzt auf die hier. Edward da hoch. Ja, die kommen. Okay, Evelyn gleich aufräumen. Oh, da verliert sie schon von ihrem Trinkgeld. Das ist doch unfassbar. So, das zweimal Nusskuchen für euch. So lange hat die jetzt eben gar nicht gewartet, oder? Und schon Trinkgeld verloren. Super doof. So, ein Ei. Oh, ich habe den Cappuccino dabei. Stell dir vor, ist das nicht ein Ding. Ich mache gleich einen neuen. So, Edward da hoch. Cappuccino wieder einpacken. Ja. Sollte man vielleicht, wenn man so viel Platz auf dem Tablett hat, wie ich jetzt, dann kann man versuchen, das vorzubereiten. So, da wird aufgeräumt und dann, ja, ich kassiere hier direkt. So, Cappuccino ist am Start. Paprika haben wir auch. So, du möchtest zwei Crepe mit Schokolade. Kommt sofort, kommt sofort. Nur nicht ungeduldig werden. So, und du möchtest... Oh, hättest du mir doch gleich gesagt. Ich stand doch da. So, und dann machen wir hier eine Kombo. Da wird aufgeräumt. Wunderbar, du wirst direkt kassiert. Okay. Cappuccino kann ich dir anbieten. Habe ich gerade auf meinem Tablett noch. Ist bestimmt schon... nee, möchte er nicht. Na gut. Ist bestimmt schon arschkalt, wollte ich sagen. Aber das macht ja nichts. Kann man bestimmt auch kalt super trinken. So. Du bist auch kassiert. Und Edward geht mal zu dem Vierertrupp hier oben. Vierlinge mal wieder. Ohne Herrenbegleitung. Na, na, na. Machen die hier ihr Tee... ja, Teekränzchen. Wollte ich doch gerade sagen. So, das und das. Und eine Paprika, Edward, dahin. So, Paprika, nicht vergessen. Okay, komme. So, dann das. Und ein Zweierbaguette für euch. Und dann fülle ich auch gerade mal Paprika nach. Wenn ich sowieso schon hier oben bin. Alter, gib das ab. Ich habe nicht geklickt, ne? Naja. kann passieren. So, ein Nusskuchen und ein Einerbaguette für dich. Entscheidest du dich jetzt bitte mal ein bisschen? Du könntest dich mal rasieren, aber ich glaube, das hatte ich dir irgendwann schon mal gesagt, ne? So, da wird aufgeräumt, Evelyn. Und du wirst kassiert. Okay. Okay, okay. Es läuft, es läuft. Was möchtest du hier aufräumen, bitte? Du möchtest das und ein Dreier-Baguette. Kommt sofort. Und Combo. Und Edward geht da oben hin. Die haben zwar alle Herzen, aber ist egal. Der soll sich ja nicht langweilen. So, das möchtet ihr ein Zweierbaguette und eine Paprika mit Reis. Okay, okay. Okay, okay. Ihr könnt mir vorstellen, das ist Reisfüllung und das ist gehacktes Füllung übrigens. So, das bringe ich euch hoch. Das und das, das und das. Und nicht im Ofen vergessen. So, bitteschön. Ihr möchtet das, das, das und das und einen Tee. Alles klar, kommt. Eieiei, so, wenn er sich mal entschließt, hier wird schon mal aufgeräumt, er möchte das, bitteschön, und dann wird gleich kassiert. Sie hat auch schon wieder Trinkgeld verloren, aber hey, ist nicht schlimm, wir schaffen das, wir schaffen das. Edward geht wieder da hoch. Der war bestimmt schon viermal jetzt da oben, ne? Ich weiß es nicht.
Hauptsache, er hat irgendwas zu tun, ey. Und ich habe das Gefühl, dass ich ihn einsetze. So, Evelyn, aufräumen, abkassieren. Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wunderbar. Oh, wait. So, ihr möchtet das. Das dreimal. Und ich hatte den Cappuccino schon dabei. Ah, dammit. Ich habe den Cappuccino vergessen. Der ist doch bestimmt jetzt wirklich arschkalt. So, Edward dahin. Das. Und das zweimal. Alles klar. Kommt. Kommt, kommt, kommt. Heiß und fettig. Achtung. Hier kommt der Crepe Express. Das und das. Das zweimal für dich. Ich habe noch ein Cappuccino übrigens von vor 3 Stunden. Stört euch nicht, oder? Ja. So, du auch kassieren. Doof, dass die hier wirklich nicht nebeneinander stehen können. Ach, ich habe ein Cappuccino. Ich habe einen. Ich wollte gerade schon losrennen, hier oben wieder hin, ne? Ich mache nochmal ein Cappuccino. Hier wird aufgeräumt. Nein, ich habe den Cappuccino übrig. Ist ja doof. Okay, kein Cappuccino. Übergelaufen. Habe ich zu spät. Ach, Mann. Ach, Mann, François. Kannst du nicht ohne mich den Cappuccino retten, bitte? Mann, Mann, Mann. So, ihr wollt Tee und ein Dreier-Baguette? Okay. Das schaffe ich gerade noch so. Ich nehme mal jetzt 2 Paprika mit, nur für den Notfall, weil ich gerade so günstig da oben rumstehe. So, und du möchtest das und einen Tee. So, bitteschön. Ja, du wirst direkt kassiert. Ich hätte gerne schon noch ein paar Kombos irgendwie, aber die kacken sich ja hier alle nicht aus. Aber ich könnte jetzt mit ihm und ihm eine Kombo machen. Entscheiden Sie sich bitte, junger Mann. Mein Gott, nicht. So, Edward, gehst jetzt mal nach da. So, das Ziel haben wir erreicht. Das ist fein. Und ihr wollt das, ein Ei und Crepe mit Schoko, 2-mal, alles klar. Edward nach da. So, bitte. Ja, 200 Punkte. Was wollt ihr alle? Das wollt ihr, das und das wollt ihr. 2er Baguette und ein Ei. Was für ein Durcheinander. Was für ein Durcheinander. So, lauf, François, um Gottes Willen. So, sie möchte das mit Fleischeinlage und ein 3er Baguette. Hier wird geputzt. Ja, nein. Oh, wieder im Ofen gelassen. Dammit. Das für dich. Dann machen wir hier aber noch eine Kombo. Ah, wunderbar. Ach, das schaffen wir. Das schaffen wir. Er bestellt noch. Die müssen noch bezahlen. Und da kommt noch jemand. Hier wird aufgeräumt. Ja, kriegen wir hin. Kein Problem. So, wirst du kassiert. Jawohl. Da haben wir es doch geschafft. Ich guck mal, ob ich mit ihm noch eine schöne Kombo machen kann. Ja, kann ich. So, bitteschön. Und bezahlen. Alles klar. Boah, da kommen noch welche. Alter, wir haben noch richtig viel Zeit. Ich habe noch einen Cappuccino übrigens, Freunde. Da sind schon Eiszapfen dran, aber das macht nichts. Schmeckt bestimmt total töfte. Na komm, nimm den Cappuccino. Ja, sie nehmen den Cappuccino. Okay, das ist sehr cool. Edward, geh mal dahin. Wollen wir doch die paar Leute hier noch glücklich machen, auch wenn wir das Ziel schon erreicht haben. Jetzt habe ich natürlich keinen Cappuccino mehr. Tee wollen die. Und ein 1er Baguette. Warte mal, das und das, das und das. Passt das auch alles da drauf? Ich glaube schon. Ach komm, François, das muss schneller gehen. Echt, mein Freund. So, das, das mit Fleischeinlage. Ich kassiere sie. Nein, nein. Ja, nimm's raus. Jetzt bricht hier gerade noch, am Ende bricht hier gerade noch das Chaos bei mir aus. So, hier wird jetzt nochmal geputzt. 1 und 2 für dich. So, Kassenkombo, alles klar. Haut bloß alle ab. Am Ende noch total chaotisch, aber locker geschafft. Alles klar. Oh, oh, er kommt jetzt wirklich hier mit Presslufthammer. Nicht schlecht. Also gut, Jungs, dann los. Was habe ich gesagt? So leicht wie... Ja, so leicht wie Wasserrohrbruch. Oh no! Was kann denn noch schief gehen? Hilfe! Nimm das Biest runter! Runter! Was? Schon Minuten später?
zumindest haben wir es ein wenig sauber gemacht und ja, repariert, mehr oder weniger jedenfalls. Ich kann nicht glauben, dass sie ausgerechnet heute zurückkommen muss. Sie kriegt einen Schlaganfall. Vielleicht sollten wir einen Schildkrötenteich anlegen. Die Leute mögen Schildkröten. Oh nein, da kommt sie. Willkommen zu Hause, Liebes. Hallo Leute, ich bin etwas müde von der Reise. Ich leg mich direkt hin, okay? Okay. Ah, schön, wie er die Ballons da noch dran gebaut hat, ey, damit es überhaupt noch irgendwas aussah. Aber ja, Emily war ja sowieso so frustriert, dass sie das gar nicht gemerkt hat. So, was? Ja, wird's nagig. Ach so, ja. Ja, ihr Lieben, das war's. Mehr haben wir hier nicht. Schade eigentlich. Den Abspann haben wir ja schon gesehen. Wir haben richtig viel Geld, ne? Richtig viel. Oh, 1450. Okay, aber hier können wir gerade nichts mehr kaufen. Ich guck noch mal bei den Belohnungen. Oh, Pralinenschachtel. Haben wir da schon mal geguckt? Nee, gar nicht, ne? Je t'aime, je t'aime. Oh, da fehlen aber noch einige. Schaffe 3 Tage hintereinander nur die Zielpunktzahl. Ach, okay. Da hätte ich es richtig vermasseln müssen. Was haben wir hier? Pflücke 50 Paprika an einem Tag. Okay. Kaufe alle Waren im Laden in allen 5 Restaurants. Okay. Räume einen schmutzigen Tisch gerade rechtzeitig ab, sodass sich wartende Gäste dort hinsetzen können. Erreiche an jedem Tag die Expertenpunktzahl. Ah ja, ein Tag hat gefehlt, ne? Ah, den hole ich vielleicht so nochmal nach. Ich weiß noch nicht. Was haben wir hier? Unterhalte die Gäste an den Tischen. Ne, alle Gäste an den Tischen einen ganzen Tag lang. Lass 10 Gerichte an einem Tag anbrennen und schaffe ihn trotzdem mit Expertenwertung. Ja, da war ich ja an manchen Tagen gar nicht so weit von entfernt, glaube ich. Wirf 20 Gegenstände von deinem Tablett weg und schaffe trotzdem den Tag. Sorge dafür, dass an einem Tag alle Gäste im 5. Restaurant, Emilys Rückkehr, nach dem Essen hochzufrieden sind. Fülle dein Tablett 10-mal mit Nachtisch und stelle 3 Variationen eines Produktes auf dein Tablett. Aha, okay. Also fehlt ja noch ganz ordentlich was, ne? Aber, naja, was ist denn probieren? Okay, weiß ich gerade nicht. Nicht, dass ich jetzt hier wieder rausfliege gleich, aber da möchte ich ja schon mal... Moment, wir machen das mal. Wenn ich jetzt aus dem Spiel fliege, habe ich Pech gehabt. Schauen wir mal. Ah. Ach, jetzt kommt nochmal der Abspann. Was? Gemütlichen Schokomampfabend? Muss auf einen Antikmarkt. Ist das derselbe Text, den wir hatten? Beim ersten Mal, wie war es denn in Madrid? Ja, ja. Ich glaube, das ist jetzt derselbe Text hier. So, und hier laufen nochmal die Credits durch. Schön. Ihr Lieben, das war's, ja. Das war Delicious Emily und die wahre Liebe. Ganz ehrlich, ganz tolles Spiel. Ich habe mich köstlich amüsiert. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte ja erst ein bisschen Bedenken, weil ich kenne Emily mit den Restaurants ja aus dem Krankenhaus. Und da fand ich es eigentlich eher ätzend. Aber... hier hat es richtig viel Spaß gemacht. Hier konnte man sich ja auch ganz gut auf die ganzen Menüs und was es so zu essen gab einstellen. Super, super. Richtig viel Spaß hat es gemacht. Echt. Und die Geschichte und die Leute und was so passiert im Hintergrund, das ist natürlich eigentlich das i-Tüpfelchen. Ich denke mal, ohne die Story, die da im Hintergrund läuft, wäre es bei weitem nicht so lustig. Aber ja, toll. Toll. Könnte sein, dass ich nochmal so ein Spiel spiele. Ich habe ja noch 2, weiß ich aber noch nicht. Werde ich dann kurzfristig entscheiden, ob ich da nochmal was nachschiebe von der Emily. Und ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir, hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei in einem anderen Let's Play oder eventuell wieder bei Emily oder vielleicht kommt ja auch irgendwann Hearts Madison 3. Vielleicht spiele ich das auch. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, bis dahin, eure Trin.